Hallo und herzlich willkommen zum Stefan probiert. Diesmal mit Stefan und Biane. Wir probieren heute Toxitos Blue Corn Tories Chips. Die sehen so aus. Xoxitos, Gesoxitos von der Firma Xox. Da hatte ich schon einiges probiert. Das hier sind blaue Maischips, aber die sind nicht einfach irgendwie gefärbt, sondern die sind tatsächlich, wenn man den Zutaten liest, Maischips mit Sauerrahmgeschmack. Ach nein, hier Zutaten. 71% blaues Maismehl. Habe ich noch nie von gehört. Ja. Du schon mal gehört? Blaues Nö. Maismehl? Nein. Also werden wir mal probieren, mal gucken, ob das jetzt Qualität hat oder nur Schnickschnack ist. Genau. Dann willst du aufmachen? Ja. Wie sieht's aus? Die sehen eher schwarz aus. Oh. Farblich etwas enttäuschend. Also wenn man die Verpackung... Oha. Ja, und ist natürlich auch hier diese, sieht hier sehr gepufft aus. Das sieht man hier auch kaum. Hier haben wir noch jemanden, der mittesten will, bitteschön. Wollt ihr auch? So, und dann riechen wie Tortilla-Chips. Ah, jetzt haben wir keinen Dip, dann müssen wir so probieren. Salzig, hat aber eigentlich keine anderen Geschmackssorten. Ja, ein bisschen Sauerrahm ist dabei. Ein bisschen nicht schlecht. Da braucht man gar keinen Dip. Sind sehr knusprig. Schmecken lecker, aber schmecken jetzt eher noch Salz und... Ja. Und die Farbe, ist eher lila-braun. Und also, die Verpackung, also der Fotograf hat hier alles rausgeholt oder es wurde nachträglich gefärbt. Geschmacklich, ja, kann man mal probieren, ist dann vielleicht, wenn man das in der Schüssel mit anderen Chips kombiniert, vielleicht entfaltet es dann seine bessere Wirkung. Ist auf alle Fälle ein Hingucker. Ein Fazit? Kann man essen, oder? Ja. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.